So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Und bevor wir gleich uns mit dem amerikanischen Handel beschäftigen und bevor wir nach Frankfurt gehen, wollte ich schon immer mal machen. Wir haben hier nämlich einen kleinen Basketballkorb, den eigentlich nur der Kollege Kauper benutzen darf. Ich habe es versaut. Ja, verdammte Axt. Jetzt schauen wir mal nach Frankfurt, ob es wenigstens besser für die Kollegen läuft. Ja, da erübrigt sich auch jede Diskussion. Es läuft offensichtlich ganz hervorragend. Ja, in der Tat. Es läuft richtig gut für den deutschen Leitindex. Wir waren heute Morgen nach dem Erholungsversuch von gestern ja erstmal mit so einer stabilen Seitenlage in diesen Handelstag gestartet, haben dann aber im Handelsverlauf ganz klar die Kursgewinne weiter ausgebaut. Die 13.000-Punkte-Marke einmal mehr im Visier. Ja, und jetzt sind wir deutlich über der 13.100-Punkte-Marke. Man könnte fast meinen, die 13.200-Punkte-Marke ist jetzt hier wieder das Ziel. 13.177, der Stand, ein Plus von 0,9%. Der Sondierungsgespräche in Berlin. Das ist abgehakt. Die Geldpolitik von Seiten der EZB, die sorgt weiter für gute Stimmung. Ja, und die Wirtschaft, die läuft ja eben auch. Und somit können wir jetzt auch trotz ja nicht den ganz großen Impulsen, auch innerhalb dieser Woche ja dann aus den USA kommt weniger aufgrund der verkürzten Handelswoche aufgrund von Thanksgiving, können wir trotzdem hier weiter zulegen. Und die Experten sagen, wir haben jetzt ein paar Mal schon die 13.000-Punkte-Marke getestet. Es hat sich immer wieder ein Käufer gefunden. Genau das wird jetzt positiv ausgelegt. Positiv übrigens auch der Automobilsektor. Gute Absatzdaten aus China. Bei Volkswagen knüpft man somit dann aber auch an die Vortagesgewinne an. Volkswagen, BMW, Daimler vorne, Infineon und auch Vonovia. Bei Vonovia, da hat die Citigroup den Daumen angehoben. Auf der Verliererseite nach den kräftigen Gewinnen von gestern RWE dann heute postwendend wieder schwächer unterwegs. Fresenius nicht wirklich gefragt, aber auch Heidelberg Zement, die Deutsche Telekom und die Deutsche Börse mit roten Vorzeichen. Und damit vielen Dank nach Frankfurt. Jetzt kommen wir zurück. Jetzt gehen wir an die Wall Street. Und natürlich, ich hätte schon noch mal Lust, noch mal zu probieren, aber das mache ich dann später. Also, jetzt schauen wir uns das Ganze an. Es ist natürlich momentan die Idee, dass jetzt die Steuerreform kommt, dass sie tatsächlich noch vor Weihnachten kommt. Donald Trump hat gesagt, er will den Amerikanern was Großes, was Großartiges schenken zum Weihnachtsfest und das sei eben seine Steuerreform. Jetzt gibt es eine Denkfabrik, so nennt man das ja, wenn Leute da sitzen und sich Gedanken darüber machen, über bestimmte Vorgänge oder auch über bestimmte Sachverhalte und dann mal nachrechnen, ob das alles so funktionieren kann. Und eine Denkfabrik hat jetzt ausgerechnet, dass wenn diese Steuerreform kommt, in ein paar Jahren sehr viele Leute sehr viel mehr Steuern bezahlen werden, nämlich dann, wenn sie ausläuft, diese Steuerreform irgendwann Mitte der 2020er Jahre. Also das scheint jetzt vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht worden zu sein. Donald Trump ficht das natürlich nicht an. Wie gesagt, er verspricht was Großes, was Großartiges. Das liegt nun mal in seinem Naturell. Drunter geht es einfach nicht. Und die Börse glaubt ihm jetzt erstmal. Vielleicht ist es da einfach Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach. Den Vergleich kennen Sie ja. Vielleicht sagen sich die Anleger ganz einfach, ach ja, oh Gott, wenn es uns die ersten 2, 3 Jahre was bringt und die Unternehmenssteuern ordentlich senken und dann alle im Geld schwimmen und kräftig investieren können, dann soll uns das jetzt ganz einfach mal ausreichen als Begründung und deshalb treiben wir die Märkte nach oben. Es kommt natürlich auch noch dazu, es gibt ganz gute Quartalszahlen, die befeuern den Markt ebenfalls. Eine interessante Mischung, aber auch eine, die jetzt nicht in Euphorie umschlagen sollte. Am Donnerstag bleiben die Börsen zu, am Freitag verkürzter Handel. Ich hatte mehrfach schon drüber gesprochen. So, den Bitcoin. Da ging es heute mal relativ ruckartig nach unten. So 350, 400 Dollar hat der Bitcoin da verloren. Und das wird in Zusammenhang gebracht mit einer anderen Kryptowährung, bei der es offensichtlich zu einem Sicherheitsleck kam. Da seien angeblich Coins gestohlen worden und ja, das hat man offensichtlich zum Anlass genommen, um vielleicht auch beim Bitcoin ein bisschen in Deckung zu gehen, hat sich sofort wieder beruhigt. Das ging relativ schnell dann wieder nach oben, weil offensichtlich auch da die Anleger zum Schluss gekommen sind, Moment, wenn die jetzt um 400 Dollar gefallen ist, ist vielleicht einfach nur eine interessante und attraktive Nachkaufchance, denn das war es in den vergangenen Monaten immer. Der Bitcoin ist gefallen und danach ist er nicht nur gestiegen, sondern hat in der Regel dann auch noch ein neues Rekordhoch erzielt. Also von daher alles gut weiter. Follow the trend oder the trend is your friend. Können Sie sich nehmen, wie Sie wollen. Sieht weiterhin gut aus. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sich da die Bitcoin-Besitzer selber und vielleicht die neuen Besitzer selber noch beschränken und vor Weihnachten noch die 10.000 irgendwie in die Anzeigentafeln reinfräsen. Natürlich nur, ja, bildlich gesprochen.
Weniger bildlich, recht deutlich haben sich Analysten jetzt zu, oder ein Analyst jetzt zu Emerson geäußert. Der sagte, er rechnet damit, dass, wenn er sich so das ganze Umfeld für den E-Commerce anschaut und jetzt auch den, die ganzen Sonderangebote, die Emerson jetzt für den Cyber Monday und wie die ganzen Feiertage da heißen, die jetzt da kommen mögen, mit den Schnäppchen, wenn er sich das alles anschaut, glaubt er, dass der Trend dafür spricht, dass die Prognosen bei Amazon Portal, was den Umsatz betrifft, doch deutlich übertroffen werden dürften. Also, zur Erinnerung, momentan wird etwa mit 59 Milliarden US-Dollar gerechnet und dieser Analyst glaubt, dass Amazon in der Lage sei, 3 bis 5% hier nochmal über dem Konsens zu liegen. Das hört sich jetzt natürlich erstmal nicht so dramatisch an, aber 5% von rund 60 Milliarden, das sind schon 3 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon eine Handvoll Dollar, die da am Ende mehr durch die Bücher läuft. Könnte der Aktie heute vielleicht noch ein bisschen Auftrieb geben, Umfeld insgesamt ja ohnehin schön. Also die sollte weiter auf der Watchlist bleiben, genau. Facebook und Instagram, die haben in den vergangenen Monaten alles, was mit Video zu tun hat, auf ihren Plattformen ordentlich nach oben gekurbelt. Die Wachstumsraten hier gegenüber dem Vorjahr immer so 10-15%, was die Ausnutzung betrifft, also was den Umbau dieser sozialen Netzwerke hin zu Videoplattformen betrifft, weil damit ist einfach momentan das meiste Geld zu verdienen. Und da gibt es tatsächlich schon Berechnungen, die zeigen, dass es nicht mehr lange dauert, bis man dann YouTube eingeholt hat und vielleicht sogar überholt hat. Das sind natürlich jetzt keine ganz guten Nachrichten für Alphabet, aber ist ja ohnehin nur eines der Probleme, mit dem Alphabet zu kämpfen hat. Sie wissen ja, längerfristig gesehen könnte hier sich da doch ein bisschen ein Gegenwind entwickeln, der nicht ganz so leicht zu meistern ist. Aber wie gesagt, für Facebook bedeutet das jetzt erstmal gar nichts, außer dass es momentan weiterhin gut läuft. Q4 dürfte ebenfalls gut werden. Allerdings ist die Aktie jetzt, also das Unternehmen, überholt worden bei der Marktkapitalisierung von einem chinesischen Wert. Und welcher das ist, das zeige ich Ihnen gleich noch. Kommen wir erstmal zum nächsten Wert. Sehen Sie, und da ist er auch schon, hatte ich mir offensichtlich dann Alphabet gespart, den Chart. Und Sie sehen, Tencent läuft ordentlich nach oben, hat hier nochmal beschleunigt. Von der, was werden das sein, 37, 38 Euro, ging es jetzt nochmal deutlich kräftiger nach oben bis auf 48, 40 und mittlerweile deutlich die Marktkapitalisierung jenseits der 500, 530 Milliarden US-Dollar und damit größer auch als Facebook und natürlich eines der größten Unternehmen weltweit. Dass die zukünftig verstärkt aus China kommen werden und eben nicht mehr aus den Vereinigten Staaten, ist für mich auf jeden Fall absehbar. Nichtsdestotrotz, auch hier muss man vielleicht jetzt mal sagen, hat sich jetzt ein bisschen arg steil nach oben gearbeitet. Vielleicht Zeit für ein paar Gewinnmitnahmen. So, und das soll es von meiner Seite jetzt schon gewesen sein. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, wir haben morgen den großen Zertifikatetag. Also da werden ganz viele Beiträge rund um das Thema Zertifikate auch gesendet werden. Interessante Interviewpartner, die Ihnen interessante Strategien auch, die Ihnen auch interessante Strategien vorstellen werden. Wir haben das natürlich auch über sämtliche Kanäle, also Facebook, YouTube. Ich weiß nicht, ob es auf Twitter auch kommt, wahrscheinlich dann auf die eine oder andere Weise schon und natürlich im Internet. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich die ganzen Beiträge durchaus mal anschauen würden, sofern Sie natürlich Interesse haben. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh an gleicher Stelle wieder. Bis dahin, tschüss.